Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo auf PatPat TV. Heute Dead Island Reptide, Watch Dogs und Fuse. Zusätzlich am Schluss noch kurz was zur Gamescom 2013. Im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Gameplay auf Rycheck mit der Typ 25. Dead Island Reptide wird am 26.04. erscheinen. Es beinhaltet dabei die Charaktere der ersten Teile und enthält einen neuen fünften Charakter. Die Geschichte wird weitererzählt, wo der erste Teil aufhört. Ich hab's leider nicht gespielt. Erzähl uns mal, wie es weitergeht. Nachdem die Helden die Insel Binoy mit dem Helikopter verlassen hatten und sich auf dem Kriegsschiff in Sicherheit fühlten, bricht ein Sturm auf und der Zombie-Virus fand den erneuten Weg an Bord. Ein Entkommen scheint unmöglich und das Ende unausweichlich. Wir sind gespannt, ob der zweite Teil auch indiziert wird. Wir hoffen mal nicht. Kommen wir zu Ubisofts Überraschung, Watch Dogs. Es geht dabei um eine vernetzte Welt, die man nach Belieben manipulieren kann, um seine Ziele zu erreichen. Ihr spielt dabei in der Stadt Chicago. Die sogenannten CTOS, Central Operating System, sind mit allen technologischen Geräten der Stadt verbunden. Der Hauptcharakter Aiden Pierce ist einer der besten Hacker und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht den Kaffeeautomaten hackt. Neben seinen Hackerkünsten beherrscht er physische Kräfte, die er einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Mal gespannt, ob Watch Dogs ein großer Konkurrent gegen GTA 5 wird. Bei Fuse handelt es sich um einen 4-Spieler-Koop-Shooter, der im Frühjahr erscheinen soll. Dabei könnt ihr alleine oder im Team mit euren Freunden die Missionen als Overstrike-Mode-Team spielen. Dabei greift ihr auf eine Vielzahl an experimentellen Waffen und einzigartigen Fähigkeiten eurer Agenten zurück. Ihr könnt euren eigenen Agenten zusammenstellen und in allen Spielmodis benutzen und weiterentwickeln. Bei Fuse handelt es sich um eine außerirdische Energiequelle, die ihr stehlen müsst, um den Weltuntergang zu verhindern. Könnt ihr Fuse zurückbringen? Starten wir einen Versuch. Sind wir jetzt bei Galileo extrem oder was? Nee, bei der Sendung mit der Maus. Klingt komisch, ist aber so. Dass wir auf die Gamescom gehen? Was ein Übergang! Kommen wir nun zur Gamescom diesen Jahres. Wir haben vor ein paar Tagen unser Hotel gebucht und werden für euch dabei sein. Natürlich werden wir neben tausenden Bildern auch noch Videos für euch, soweit es uns möglich ist, täglich hochladen. Direkt von der Gamescom. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert uns und ihr seid auf dem Laufenden. Falls ihr selber hin wollt, dann beeilt euch. Die Hotels sind schon so gut wie alle ausgebucht und haben die Preise stark angezogen. Also vergesst das Abonnieren nicht und bis zum nächsten Mal bei PatPat TV.